49 Euro. Meinen Sie, das sind die absoluten Toppreise oder haben Sie eine Idee, dass es die noch günstiger gibt? Ich denke mal, die könnte es auch noch günstiger geben. Ich weiß es nicht. Ich lasse mich überraschen. Dieter Pilz geht inzwischen in zwei Expertläden. In beiden findet er seinen Liebherr GPN. Und beide Male ist er teurer. Auch nach Verhandlungen. Runtergehandelt auf 799, immer noch teurer. 100 Euro wie beim Mediamarkt. Letzter Versuch beim Promarkt. Schon wieder ist der Liebherr teurer. Doch auch hier, dank Tiefpreisgarantie, geht Promarkt wie Saturn auf den Mediamarktpreis runter. Aber billiger war keiner. 4,5 Stunden Fahrzeit für den Preisvergleich. Hat sich das gelohnt? Nein, auf keinen Fall hat sich das gelohnt. Also ich würde sagen, direkt zum Mediamarkt und gut ist. Gilt das auch für andere Geräte? Ronny Engler will für seinen Wäschetrockner den tiefsten Preis. Egal, wer ihn garantiert. Erster Ort, ein EP-Fachhändler. Der hat ziemlich viele Wäschetrockner. Aber ganz andere Modelle als Mediamarkt. Von den Modellen, die ich mir ausgesucht hatte, war keins hier zu finden. Es folgt ein Medimax. Auch hier viele Angebote, aber wieder ganz andere. Letzter Versuch bei einem Euronics-Händler. Große Auswahl, aber Sie ahnen es sicher, andere Geräte. Also ist nicht allzu leicht, weil die Modelle differieren von Bezeichnungen her oder ich in jedem Markt andere Marken antreffe. Ein und das gleiche Modell mit der exakten Bezeichnung in zwei verschiedenen Märkten zu finden, ist schon eine Glückssache. Zufall? Hersteller bestätigen uns, jeder baut viele leicht veränderte Modelle. Mal mit Plastikknopf, mal mit Metallgriff und schon ist es ein anderes Modell. Und manche gibt es sogar speziell für einzelne Handelsketten. Das macht Preisvergleiche unmöglich und die Tiefpreisgarantie ist da nichts wert. Das Ende des Preisirrsinns. Klare Ansage. Der neue Mediamarktpreis. Der erste Preis ohne den Preisirrsinn. Mit Preisirrsinn meint Mediamarkt die Angebote im Internet. Denn das ist längst der härteste Konkurrent. Das Werbeversprechen, Preisvergleiche sind überflüssig. Wir checken, ob das stimmt. Zuerst machen wir es Mediamarkt leicht und nehmen das Günstigste, was er zu bieten hat. Die Sonderangebote. Auch bei Computern fällt es schwer, identische Geräte zu finden. Ausnahme, dieses Vario Notebook finden wir auch im Sony Shop. Mit gleichen technischen Daten kostet es dort das gleiche wie bei Mediamarkt. Wir suchen weiter. Jeden Preisunterschied erfassen wir. Stunde um Stunde, Seite für Seite. Oh nein! Hunderte Produkte. Die meisten waren im Netz gleich teuer. Am Ende kosten alle Mediamarkt-Sonderangebote zusammen über 14.400 Euro. Bei den billigsten Online-Händlern 146 Euro weniger. Unterschied 1%. Sagen wir nur unentschieden. Aber die Preise muss man schon vergleichen. Machen das die Kunden? Wir fragen 200 Mediamarkt-Kunden vor verschiedenen Märkten. Und siehe da. Nur 39% vergleichen Preise. Die Mehrheit vertraut also dem Ende des Preisirrsinns. Zu Recht? 3, 2, 1. Darauf hat Deutschland gewartet. Die größte Neueröffnung des Jahres. Mediamarkt eröffnet wieder. Diesmal einen Shop im Netz. Mit nur 2.500 Produkten eher ein Tante-Emma-Laden. Wir checken nochmal. Jetzt Internet gegen Internet. Querbeet vergleichen wir 50 Preise und finden fast alles in anderen Online-Shops deutlich billiger.
Am Ende ist Mediamarkt.de, auch wegen hoher Versandkosten, fast 1600 Euro teurer. Das sind 9%. Der Kunde soll halt doch in den Laden gehen. Machen wir. Mit Smartphones bewaffnet vergleichen wir jetzt Preise im normalen Sortiment. Vor allem für Zubehör. Wir scannen die Barcodes. Spezielle Programme suchen damit automatisch die besten Preise im Internet. Glühbirnen braucht man immer. Genau, da vorne. Such dir eine auf. Ich will die, weil die habe ich auch im Bad zu Hause. Okay. Ergebnis? Ab 9,90 Euro. Ja, habe ich auch, Cyberport. Ja. Aber da kommen noch Versandkosten dazu, 5 Euro. Da müsste man schon mehrere Glühbirnen bestellen, damit es sich lohnt. Genau. Anders diese Druckerpatrone. Online 27 Euro, beim Mediamarkt 49 Euro. Eine Soundkarte für den Computer kostet hier fast 100, im Netz nicht einmal 60 Euro. Ganz ähnlich bei Kabeln und allen möglichen anderen Kleinteilen. Fast alles finden wir online viel billiger. Bei insgesamt 20 zufällig herausgepickten Produkten ist der Mediamarkt deutlich teurer. Genau 41%. Fazit: Bei solchen Großgeräten im Laden gehört Mediamarkt zu den günstigsten. Bei Kleinteilen und im Vergleich mit dem Internet schon nicht mehr. Der Preisvorteil ist überschätzt. Preise sind das eine, ein guter Service das andere. Ich habe über 10 Kilo abgenommen. Ey, das ist toll. Und ich kaufe mir jetzt das erste Mal eine Waage. Und Sie können jede Waage anders. Ja, jede Waage wiegt anders? Ja. Ja, fragen Sie mal einen Verkäufer, welche davon richtig wiegt. Ja. Das muss relativ wissen. Keine Ahnung. Ich habe jetzt die billigste genommen. Ja, wahrscheinlich. Wird die am besten sein. Meistens liegen die Dinge viel komplizierter. Also du hast einen guten Prozessor mit drin, du hast deine 4 GB Arbeitsspeicher. Ja. Gut, von der Grafik her, wenn du jetzt dann nicht viel mit Spielen oder sowas machst. Desto mehr Hertz ein Gerät besitzt, desto in häufigen Intervallen werden Bilder gezeigt, was in der Bewegung ein ruhigeres Bild bedeuten würde. Und wie halten Sie sich technisch auf dem Laufenden? Internet, Zeitungen. Wir kriegen ja Zeitungen gestellt hier von der Firma, wo man sich ein bisschen informieren kann, die man dann mal in der Mittagspause sich durchlesen kann. Im Endeffekt recherchiert man natürlich viel im Internet. Wir kriegen viel Schriftverkehr und dementsprechend sind wir halt in der Lage, uns auch ein bisschen selbst zu schulen. Ja, ist ja mein Hobby dann auch, ne? Also in dem Bereich habe ich ja selber zu Hause auch mit viel zu tun. Beschäftige ich mich gerne mit und von daher habe ich auch kein Problem, mich damit auch privat mal ein bisschen einzulesen in den einen oder anderen Bereich. Pausen, Internet, Freizeit. Reicht das für eine gute Beratung? Wir werden es checken. Doch erstmal etwas anderes. Der Stadtrand von Accra, Hauptstadt von Ghana. Kinder und Jugendliche kaufen Elektroschrott. Für die afrikanische Form des Recyclings. Zwischen gefährlichen Scherben und giftigem Rauch verbrennen sie die Isolierung, um an das enthaltene Kupfer zu kommen. Für ein paar Cent setzen sie ihre Gesundheit aufs Spiel. Manchmal machen wir damit Gewinn, manchmal machen wir dabei auch Verlust. Wie ein Glücksspiel? Ja, wie ein Glücksspiel. Manchmal gewinnt man, manchmal auch nicht. Für die Kinder ein gefährliches Spiel. Für Europäer die billigste Form der Altgeräteentsorgung und die häufigste. Der Export von Elektroschrott ist verboten. Wir haben hier internationale Übereinkünfte und vor allen Dingen eine entsprechende EU-Regelung, die es ausschließen eigentlich, dass Elektroschrott in außereuropäische Länder gelangt. Trotzdem wird mehr Elektroschrott ins Ausland gebracht, als in Deutschland ordnungsgemäß in Recyclingbetrieben behandelt. Ich würde den hier gerne abgeben. Ich habe gerade einen neuen gekauft. Mediamarkt nimmt kostenlos Altgeräte an. Was passiert damit? Elektroschrott für Afrika? Dritter Check, die Fairness. Kommt sowas öfter vor, dass jemand so einen Trumm hier abgibt?
Ja, so ein Trümmer ist eigentlich relativ selten, aber Altgeräte werden eigentlich recht häufig abgegeben. Und was machen Sie jetzt damit? Die werden wöchentlich bei uns abgeholt von der Firma und die bringen das dann halt, wo die es hinbringen, weiß ich auch nicht. Aber wir wollen es wissen. Kann man bei Mediamarkt wirklich sorglos entsorgen? Dazu bauen wir in alte Monitore GPS-Tracker ein. Kleine Geräte, die ihren Standort bestimmen und senden können. Monatelang. Die Altgeräte bringen wir zu insgesamt 6 verschiedenen Mediamärkten. Je 3 im Großraum Hamburg und 3 im Ruhrgebiet. Die kleinen Sender liefern den exakten Standort der Geräte. Hier in Hamburg und hier an Rhein und Ruhr. In den folgenden Wochen meldet sich jeder Sender, sobald sich sein Standort verändert. Und ein Altgerät ist nun in Mülheim an der Ruhr. Offensichtlich in einem Lager vom Mediamarkt. Noch ist also alles okay. Jeden Tag kontrollieren wir die Standorte. Bald melden sich auch 2 andere Sender. Nicht aus Afrika, sondern aus der Nähe von Grevenbruch. Aus einer zertifizierten Recyclinganlage. Das ist es. Genau, das muss er sein. Hier werden die Geräte ordnungsgemäß zerlegt. Glas kommt zu Glas, Blech zu Blech. Platinen werden eingeschmolzen, um enthaltene Wertstoffe wieder herauszuholen. Genau, wie es sein sollte. Und wir bekommen sogar die in den Monitoren versteckten Ortungsgeräte zurück. Alles bestens. Fast. Ein Gerät landet doch nicht in einem Recyclinghof. Wir fahren den Signalen des Senders hinterher und finden... Ein Schrottplatz. Das ist nicht Afrika. Aber ordnungsgemäßes Recycling ist das hier offensichtlich auch nicht. Guten Tag. Oh, ja. Was können wir denn tun für euch? Ja, weiß ich nicht. Sie haben einen Computermonitor, der eigentlich mir gehört. Wie kommen Sie denn da drauf? Da steckt ein GPS-Tracker drin. Den haben wir bei einem Mediamarkt zum Recycling gegeben. Und nehmen Sie Computermonitore an hier? Nee, normalerweise nehmen wir die überhaupt nicht an. Und trotzdem, die letzten Signale des Senders kamen exakt aus dem großen Schrotthaufen da hinten. Laut Gesetz hat Elektroschrott auf so einem gewöhnlichen Schrottplatz nichts zu suchen. Wie erklären Sie sich dann, dass vom Mediamarkt einer hierher kommt? Ich habe keine Monitore und Kühlschränke dürfen wir auch nicht nehmen. Nur 6 Versuche und schon ein Irrläufer. Ungewöhnlich, meint Mediamarkt und vermutet Diebstahl. Lückenlose Entsorgung sieht anders aus, meinen wir. Ein Mediamarkt. Eine halbe Stunde vor Ladenschluss. Noch wollen Kunden beraten werden. Von Feierabend keine Spur. Und das kurz nach 8. Und wann haben Sie heute angefangen? Viertel nach 8. Viertel nach 8. Oh, ein langer Tag, ne? Das ist für diese Zeit ein langer Tag. Noch muss Kasse gemacht werden. Kann aber schon von 9 Uhr morgens dann bis Viertel nach 8 Uhr abends gehen. Kann auch bis 21 Uhr gehen. Donnerstags, Freitags haben wir bis 21 Uhr auf. 11 Stunden im Laden scheinen bei Mediamarkt keine Ausnahme zu sein. Langer Tag. Man gewöhnt sich dran. Arbeitszeiten sind im Handel oft ein Problem. Wir finden Mitarbeiter, die uns erzählen, wie Mediamarkt damit umgeht. Sicherheitshalber anonym. Also in der Praxis habe ich Arbeitszeiten, das fängt um 10 an und endet um 20 Uhr. Und damit das nicht zu viel ist, hat man halt in der Theorie 2 Stunden Pause. Man ist dann halt circa gute 11 Stunden da.